Herzlich willkommen von WOMAdventure. Diesmal nehme ich euch mit von Merzuga nach Zagora. Und der Schwierigkeitsgrad wird dann im Ramlia sein. Da ist ein breiter Fluss, trocken natürlich, und da ist nur noch Pulver drin. Ja, und wir reisen zu zweit. Ich habe nämlich noch einen Schweizer, junge Familien aufgelesen. Ja, aber seht selbst. Und danke fürs Zuschauen. Bis später. Bin ich da rein, wo die Leute leben, im Dorf, und bin hier einkaufen gegangen. Hier hat es null Touristen, hier kommt keiner hin. Aber ein bisschen leicht die lokale Bevölkerung unterstützen. Wir sind auf der Suche nach einer Grabstätte von einem Hund, von einem Freund, dem Axel, und haben sie gefunden. Ja, letztes Jahr hat er einen verdorbenen Fisch gegessen und hat sich damit vergiftet, und hier ruht er. Ja, so ist das jetzt. Wir kennen ja das. Auch schon zwei Hunde begraben müssen irgendwo
in Saudi-Arabien sogar und einen im Iran. Genau, mache ich nur ein paar Steine wieder hin. Hier merkst du Gaga bei den Dünen hinterhalb, den vielen Camping. Ruti Boni. Ich habe ja viel mit dem Hund auch Kontakt gehabt, von klein auf. Ja, Ruhe und Frieden, Boni. Also hinterhalb der Dünen gibt es überall Campingplätze oder Camps. Also jede Menge. Hier bin ich gerade an einem vorbeigelaufen. Fast schwierig hierher zu fahren, aber ich fand eine Stelle, weil da gibt es einen Kaffee. Das hast du da. Und dahinter steht er, mein Camper. Jetzt gehen wir noch einen Tee trinken, weil der hat die Straße da nach hinten gebaut und ich konnte da fahren. Und jetzt trinken wir dafür einen Tee. Hier, ja, mitten in den Dünen. So, jetzt bin ich im Merzouga noch eingekehrt. Jetzt esse ich mal ein Tajin. Brutzelt immer noch. Kostet hier 5,50 Euro etwa. Wir fahren ins Ramlia und ich habe da noch Schweizer dabei, kein 4x4, die mich jetzt da begleiten über das Ramlia, aber nicht heute, morgen dann. Also hier gibt es eine neue Straße, nichts mehr Piste, die geht glaube ich bis, wie heißt, Tauz. Hier ist die Straße fertig, man sieht es. Uiuiuiuiui. Ja, wir haben unseren Pausenplatz gefunden. Er hat noch den Pistendruck, aber es sind nur 20 Meter. Jetzt muss ich die Bleche setzen, oder ich habe ihn die gesetzt. Und hopp, sehr gut. So. Das ist Zwirn so la. Ja, an diesem wunderschönen Platz haben wir übernachtet. Die Sonne geht gerade auf, zusammen mit dieser jungen Familie, die ich durch das Ramlia begleite in dieser wunderschönen Umgebung. Ja, und da unten, man hört's, da bauen sie die neue Straße. Ich weiß nicht wie weit, aber vermutlich bis zur Gora durch. Das ist ja dann da hinten durchs Ramlia durch. Da fahren wir jetzt heute weiter. Ja, meine zwei Wölfe sind auch wieder unterwegs. Ich habe sie jetzt schnell gesucht und da hinten sind sie am Buddeln, da wo es staubt. Wie immer suchen sie nach irgendwelchen kleinen Tieren. Mutter und Tochter am Spielen. Da habe ich mich auch gleich festgefahren. Ja, ich habe zu lang, ich bin selber schuld. Ich dachte, Druck ablassen würde reichen, aber ich war schon zu tief drin. Und jetzt ist der Druck eineinhalb hinten, eins vorne. Jetzt fahre ich da ein bisschen auf die Bleche, dann geht's wieder. Stecken geblieben und ich habe noch nicht genug, aber diesmal habe ich den richtigen Reifendruck. Ein totaler Unterschied. Ich fahre jetzt da ein bisschen durch den Sand, weil es mir Spaß macht. Auch zum Schaufeln macht Spaß. Scheiß drauf.
Spaß ist das Wichtigste. Und wenn der Spaß Arbeit kostet, dann ist es halt so. Aber ist alles eine Frage vom Reifendruck. So, wir sind wieder auf der Piste. Jetzt warte ich noch auf die anderen. Und dann können wir weiter. Hier sind sie immer noch die Straße am Bauen. Reifendruck geht wieder hoch. Das ist die neue Straße, noch nicht fertig. Ab und zu kann man drauf fahren und dann geht es wieder auf die alte Piste. Wir haben noch etwa 20 Kilometer bis Ramlia. Bis hierher haben sie sie gemacht, aber jetzt nicht mehr. Aber ich denke, nächstes Jahr oder in 2 Jahren wird die bis Zagora durchgehen. Und so sieht das aus auf der Strecke. Jetzt ist die Piste richtig übel, so fisch, Feinsand. Aber unten ist es hart. Da vorne ist ein LKW, glaube ich, Iveco, Expeditionswohnmobil. Hat schnell angehalten. Nein, ist ein kleinerer Mercedes. Mal schauen, ob er ein Problem hat. Ist okay! Ich habe einen im Schlepptau, der hat auch nur Heck. Okay. Hä? Ja. Der hat auch nur Heck. Und ja. Vor 3 Jahren bin ich mal durch mit so einem riesen Koffer, auch nur mit Heck. Geht. Ja, ist alles eine Sache vom Reifendruck. Ja, Speed halt, oder? Ja, also hier ist kein Problem. Es ist nur noch das Ramlia. Ja, bis Ramlia. Und nachher eine. Geht's durch den Sand, das ist das Problem, hier nicht. Ja, da fahren wir nicht weiter, wenn dann bis Ramlia. Ach so, okay. Aber die Spur ist fest, da ist nichts Tiefes oder wie? Nein. Alles klar. Jetzt haben wir noch einen in Schlepptau, eine Familie, aber das Fahrzeug ist 5 Tonnen, hat er gesagt, hat aber Zwillinge dafür. Bis Ramlia kommen sie jetzt sicher mit, ich glaube, weiter gehen die nicht. Getrockneter See geht natürlich super zum Fahren so, aber man muss aufpassen, nicht dass plötzlich ein Loch kommt. Seht diese Spuren, das kann passieren, wenn es noch unten feucht ist, oben sieht es gleich aus, trocken und zack ist man drin. Da auch, da steckte eine drin offenbar. Das kann ganz schnell passieren. Jetzt sind wir dann gleich da. Wir sind in Ramlia angekommen. Ein Gerüttel, Geschüttel, nicht unbedingt angenehm. Da schätzt man dann eine Pause. Oh, jetzt muss ich gucken, wo das war. Das Restaurant da vorne, genau. Ja, wollen wir jetzt rausziehen oder was? Ja, aber da hast du was zu filmen, du darfst es auch filmen. Die Verantwortung liegt natürlich auf euch. Ich kann natürlich nicht die ganze Verantwortung übernehmen.
ich habe für diese Piste 100 Kilometer Sprit. Mehr nicht. Da drin. Das reicht. Das reicht. So machen die Häuser mit diesem Lehmdreck. Hält halt nicht so lang, aber funktioniert auch. So ist das, hä? Mit ein bisschen Stroh für Faserstärke. Wahnsinn. So, wir sind da eine schöne Gemeinschaft, zwei Familien und ich, der alte Knacki. Und wir essen jetzt hier Mittagessen um 2 Uhr und dann geht's durchs Ramblia. Hier heißt es Ramlia, also durch das Wadi. Gute 3 Stunden Pause gemacht, gut gegessen und jetzt fahren wir durchs Ramlia, aber zu zweit. Weil das Feuerauto, der hat einfach zu schmale Reifen und ist auch zu schwer mit 5 Tonnen. Also es geht schon los. Eventuell könnte man aber weiter hochfahren. Aber da bin ich noch nie durch. Da ist sicher weniger Sand, aber wie das geht, weiß ich nicht. So sieht es aus. Ziemlich feiner Sand oder Staubdreck. Aber unten ist hart, das spüre ich. Also bis jetzt ist es gut machbar, auch für meine Begleitung, nur mit Heckantrieb. Nochmal umgedreht, er hatte doch Probleme, ich weiß nicht welche, kam selber wieder raus, jetzt fährt er vor mir. Wie gesagt, nur Heckantrieb, aber mit Sperren, aber gute Reifen. Also da nehme ich euch jetzt ein Stück mit, das ist jetzt schon ziemlich heavy. Also ich lasse ihn vorausfahren, dann kann ich ihn nämlich auflesen oder rückwärts rausziehen. Bin ja vor 3 Jahren hier durch, auch nur mit Hinterradantrieb, Zwillinge sogar. Ja, das war natürlich schon eine andere Nummer. Also mit dem geht natürlich alles viel, viel besser. Bin ich echt froh. Das Zeug ist wie Pulver, aber der Untergrund ist hart. Es hat zwar manchmal tiefe Spurrillen, aber solange der Untergrund hart ist, sehe ich da kein Problem. Uiuiui, ui, da bin ich das letzte Mal stecken geblieben, weil ich hinten hängen geblieben bin. Also hier ist extrem tief. Aber er schlägt sich tapfer, Wahnsinn. Jetzt ist die Wadi-Überquerung, jetzt schlucke ich seinen Staub. Da geht's wieder hoch. Oh ne, ich glaube das Schlimmste haben wir geschafft. Jetzt kommt glaube ich noch Sand. Oder ist es stecken geblieben? Hoch!
wie in Saudi-Arabien. Mal gucken, ob ich da hochkomme. Jetzt probiert das auch, von der anderen Seite ist ein bisschen einfach, aber er hat, wie gesagt, er hat nur Heckantrieb. Nee. Er hat zu wenig Leistung. Ja, er muss ziemlich im ersten Gang halten. Wahnsinn. Aber er schafft es. Also, 4x4 wird überbewertet. Gewicht und breite Reifen, Reifendruck. Da kann man sehr vieles erreichen. Wahnsinn. Sehr schön. Wir haben hier unten gut geschlafen. Wunderbarer Platz. Jetzt bin ich da auf dem Berg und hier haben sie Bergbau betrieben. Und zwar nicht allzu lange her. Ein Riesen. Ja, Krater haben sie da reingebaut, da auch bis nach vorne, und mit Fahrzeugen sind sie hochgefahren. Praktisch jeder Hügel hat eine Piste, auch da drüben, die dann endet, dient alles dem Bergbau. Also da gibt es irgendwelche Erze, irgendwas. Ja, da hinten ist immer noch einer aktiv am Bergbau. Ich weiß nicht, ist das legal oder nicht legal. Auf jeden Fall müssen sie auch diese Piste hier bauen, um überhaupt dahin zu kommen. Jetzt gehen wir mal zu dem und schauen, wie das aussieht. So, da scheint eine Stelle zu sein. Ich glaube, der ist alleine und er arbeitet hier. Mit dieser alten Maschine hat er jetzt. Richtig Handarbeit. Boah, da muss man auch Mut haben, weil die klettern da runter. Und was sie da abbauen, das zeigt er mir jetzt. Also so machen die das. Schlagen das raus und ich weiß nicht, was das ist. Also das hier bauen sie ab, das sieht doch aus wie weißer Kristall. Ich habe keine Ahnung, ob das so wertvoll ist oder ob die da Größeres suchen. Also überall tiefe Löcher, 10, 20 Meter, ist Wahnsinn. Jetzt konnte ich da live dabei sein. Und jetzt gibt es natürlich Tee, wie das so üblich ist. Da oben ist auch eine Frau mit Kleinkind, also die wohnen gleich hier. Ist ihr Beruf offenbar. Hätte jetzt hier eher Ziegenhirte erwartet. Und jeder Berg hat vermutlich einen. Also ihr seht, der ganze Berg, überall sind Straßen dahin, da wird überall abgebaut. Aber wer die Straßen baut, das können ja nicht diese zwei Leute sein. Vielleicht von früher und die nehmen noch den Rest. Und jetzt wird es erstmal aufgedeckt da, gibt nämlich Tee. Und so einfach leben die, sie bauen sich da eine, ja, bei uns in den Bergen ist das eine Schutzhütte. Wow. Also, so leben die Gasflasche. Sehr interessant. Für uns sowieso. Also man kann auch so gut durchaus leben. Und die Frage ist, sind sie glücklich? Vielleicht sind sie sogar glücklicher wie wir, schätze ich, weil sie vielleicht weniger Sorgen haben. Also das Dach ist
Strohdach. Ja, meine Wölfe freut es, da gibt es was zu fressen, Knochen. Aber den ganzen Müll lassen sie hier leider. Jetzt fühle ich mich wieder wie zu Hause in Saudi-Arabien oder Oman oder wo ich auch überall war. Und ja, genieße auch die Gastfreundschaft. Überall Tee und ja, Datteln sogar und Nüsse. Gibt mir noch einen Tee auf den Weg mit meiner Tasse. Merci! Merci! Au revoir! Au revoir! Solche Piste nach Tafrut Sidi Ali. Da fahren wir jetzt hin und dann schauen wir, vielleicht ist ab Tag schon geteert. Vor 3 Jahren war es noch nicht, nur ein Teil. Oh, Bäume, Bäume, ach, ich liebe Bäume, da lebt, da hat es Bäume, wunderbar. Vor uns liegt eine Iveco, ein Exmo. Ja, den haben wir durchfahren sehen. Der hat eine halbe Stunde Vorsprung. Wenn der keine Pause macht, holen wir ihn nicht ein. Vielleicht in der nächsten Stadt. Ja, hier wird immer noch Bergbau betrieben und da fahren LKWs und die machen manchmal tiefe Spurrillen. Ich glaube, der hat ein Problem. Also wunderschöne Landschaft hier. Hey. Bald erreichen wir Tafrut Sidi Ali, noch glaube 4-5 Kilometer. Jetzt geht es über diese Bergkuppe hier zwischendurch und dann kommt eigentlich Tafrut Sidi Ali. Hier wird das ganze Material hingebracht, ihr seht ganz viele Hügel. Ich weiß nicht, was da drin ist genau, aber da findet überall Bergbau statt. So, wir sind mal hier. Gleich wieder raus. Das nächste Dorf ist Qumrani. 35 Kilometer, vielleicht alles Piste, Mann, oh Mann. Fahren wir jetzt über einen See und das schnell. Vorne ist ja ein riesen Rummel, da geht es dann auch eine Sanddüne hoch. Weiß nicht, ob da immer noch Sand ist oder ob die schon eine Piste gemacht haben. Also ich bin jetzt hier in eine Berber Hochzeit reingeraten oder reingelaufen und kriege schon Couscous serviert. Wunderbare Gastfreundschaft und das erinnert mich auch wieder an Nahen Osten, da wird nämlich zusammen gegessen. Mitten in der Berberkultur. Ja, hier ist wohl ein Fest, hä? Wir haben hier unten übernachtet. Es ist morgen früh und meine zwei Wölfe, die bauen wieder mal Tunnels. Weiß der Geier wohin. Beide.
Jeder hat so seinen Spielplatz. Die sind ja immer am Graben. Ja, die Fahrt geht weiter durch eine ganz weite Steppe, wo man meistens ziemlich schnell fahren kann, also ziemlich so 50, vielleicht mal 60, ab und zu 40, ja, je nachdem halt. Nicht mehr weit, dann sind wir auf der Straße. Hier ist gerade eine miese Piste, ich weiß nicht, 15 Kilometer vor der Teerstraße Richtung Zagora. Ich bin in Zagora in einer Werkstatt und lasse mir da alles Schwarze neu lackieren. Diesmal mit Grundierung, es hat nicht so gut gehalten, ja nun. Und das ist eine Werkstatt, eine größere sogar. Hier in Zagora, und ihr seht, eigentlich gut aufgeräumt. Natürlich haben sie ein bisschen gebrauchte Dinge an Lager, und hier könnt ihr sehen, wie die Leute Mittagessen machen. Die essen alle zusammen auf einem Teller aus von Hand, wie das Tradition ist bei allen Araber eigentlich. Ich dürfte auch essen, wenn ich will. Die laden immer auch die Kundschaft ein, das kenne ich. Nur habe ich schon gegessen. Also schön aufgeräumt hier, tipptopp. Viel Arbeit, die schleifen alles ab. Ja, hier in Zagora gibt es auch einen Modellbaubauer, der baut euch euren Camper aus Holz, ja, für relativ wenig Geld, irgendwie 50, 60, 70, 80 Euro, keine Ahnung. Ja, kann ich nur empfehlen. So, das war es wieder von mir. Hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer Daumen hoch. Und die Werkstatt kann ich wirklich empfehlen. Geht dahin, wenn ihr in Zagora seid. Faire Preise, hat alles gepasst bis zum Schluss. Okay, bis bald und tschüss.